Wenn auch kein Weltmeisterschaftskampf, dafür aber weltmeisterlich boxte sich Malik Di durch. Sein Kampf zählte ohne Frage zu den Highlights des Abends. Der Supermittelgewichtler hatte mit seinem erfahrenen Gegner, dem Franzosen Aloa Anki, zu Anfang noch einige Probleme. Anki war in dem auf 8 Runden angesetzten Fight schwer zu stellen. Bis zur 4. Runde kam der Franzose immer wieder mit gefährlichen Kontern. Doch dann setzte sich Malik zunehmend durch. Bereits zu Anfang der 5. Runde brachte er Anki zu Fall. Und dann nach 1 Minute 15 der entscheidende Schlag. Malik traf seinen Gegner so schwer am Kopf, dass dieser kurzzeitig bewusstlos am Boden lag. Eindeutiger K.O.-Sieg für Malik. Der schreibt sich nun den 15. Sieg von 16 Kämpfen gut. Sein Kommentar zum K.O.-Schlag. Ich war raus aus dem Clinch und dann sofort habe Doppelaktion gemacht und mit rechter